Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder, weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Heute gucken wir uns Peppa Woods in der Puppenklinik an, da gehöre ich auch bald hin. Ja, gucken wir mal rein, ne? Machen wir mal, ne? Hallo, Frau Mömmel. Hallo, Kann ich Peppa. Auch. Herzlich willkommen in der Puppenklinik. Hier machen wir aus Puppen wie dieser wieder Puppen wie diese. Hast du ein krankes Püppchen? Finde ich gut. Ja. Was ist das denn? Eine Maus oder ein Hund? Was ist das? Es ist ein Bär. Wir haben sie aber ganz schön ins Gehirn geschissen. Ah, und einen Dinosaurier. Kommen alle beide in die Klinik? Ja, bitte. Bitte. Ich bin auch. Tschüss, ich hole dich dann später wieder ab. Nie sie wieder. Sie können auch gerne drinnen warten, wenn sie wollen. Also, ne, der Blick gerade, sie können auch gerne drin warten. Was hast du gesagt? Also, ne, wäre ich der Vater, würde ich sagen, tschüssi, ich hol dich ab und das Kind würde dann für immer und ewig da warten. Und natürlich an den Tag muss er natürlich dann umziehen, um den Effekt schöner zu machen, weil das Kind weiß ja dann meistens seinen Rückweg so und wenn dann die Wohnung leer ist, ne, Eltern nicht mehr da sind, ist natürlich doof, ne. Ups, wir haben ja was vergessen. Wollen im Hallenspielplatz bleiben? Nein, danke. Hallo, Sie können gerne hier warten, wenn Sie möchten. Bis später. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. Oh, Frau Mümmel. Hallo, Mama Woods. Ich kann verstehen, wenn Sie nicht hier bleiben wollen. Nein, ich bleibe. Wir Erwachsenen können doch wunderbar auf die zusammensitzen, Bock. Während die Kinder spielen. Oh, okay. Brad, können wir bitte gehen? Nee. Hallenspielplatz. Hier ist alles schön bunt. Oh, wie geil ich die Dinger finde. Habe ich ja mal im Video gesagt, ne? Das sind so Gerüste, die wirklich selbst mit 70 noch durchlaufen wollen, weil das so geil ist, so mit, ja gut, das jetzt nicht. Das sieht eher aus wie so von, kennt ihr vielleicht, Feuerwehr muss ja jedes Jahr so eine Übung machen. Dann müssen die ja auch durch so ein Gitter durchlaufen. So sieht das eher aus. Aber es gibt's ja hier mit Schaumstoff und sowas und das ist so geil. Das ist so geil. Würde ich selbst mit 70 noch machen. Und die Kinder und können auf Kissen hüpfen, an Seilen schwingen, sich durch Rollen ja, quetschen, so ist geil. Durch Röhren zing, zing, zing. Und spielen. Ist das nicht toll? Die Kinder haben hier wirklich so viel Spaß. Hoffentlich bekommen wir sie nicht wieder mit nach Hause. Nicht. Das sieht vor allen Dingen aus wie so ein Gehege, wo man sich Kinder aussuchen kann. Ja, das nehme ich mit. Das lassen wir hier. Das sieht aber auch süß aus. Die kleinen Kinder spielen den ganzen Nachmittag. Schluss für heute, Kinder. Das war eine lustige Party, findet ihr nicht? Nein. Hattet ihr auch alle Spaß? Nein. Bestimmt seid ihr jetzt ganz müde. Ja. Oh, meine Güte. Einfach weiter. Niemals raus. Tja, da hilft leider nur eins. Ich muss da jetzt rein. Viel Glück. Oh, die wird sich doch verlaufen. Oh, ich stecke fest. Hilfe! Geil. Keine Angst, ich komme schon. Ich bin fast da. Oh nein, ich stecke auch fest. Hilfe! Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant, hier. Wir stecken fest. Ich bin Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Na, ich stecke hier fest. Oh, wir bleiben drin. Du freies Schwein. Hoho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So machen ja. Ne, so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, Trump hat die Mauer aufgebaut, Biden möchte sie ja jetzt wieder abbauen, ne? So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Das Baggerland, der Spaß! 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 Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Sich da reinschmeißen. Hoffe, funktioniert ohne Strom. Batteriesäure reinmachen. Mama und Papa Woods, bitte strampeln! Oh. Peppa und Schatz, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Oh. Es gibt Mr. Kartoffelpuppen und Dinosaurier zu gewinnen. Das ist geil, wie die so ganze Zeit steuern, ne? Und einfach der Greifarm nur so macht. Und das Geile ist, die bedienen beide einen Greifarm? Hä? Ja. Hä? Einverstanden, Schorsch. Wir angeln
nach dem Dinosaurier. Mehr zu mir, Schorsch. Ah, okay. Nein, nein, da lang. Zurück zu mir. Und dann, hurra! Wir haben den Dinosaurier. Bruh. Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm. Hohoho, versuch's doch mal. Boah, voll die Mogelpackung, oder? Oh nein, jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe. Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht so schwer für den Greifarm. Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten. Und das Beste ist, ihr habt euch jeder eine Baggerfahrer-Medaille verdient. Really, nigga? Ihr seid der voll ausgebildete Baggerfahrer! Hurra! Ja, die dürfen. Besuch im schönen Bagger. Die dürfen jetzt immer, also im echt jetzt auch Bagger fahren, ne? Also auf der Baustelle. Jo, ich habe eine Medaille mit 5 Jahren verdient. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie alt die sind, ne? Aber ich sage jetzt einfach mal, mit 5 Jahren verdient. Ich weiß, wie das hier funktioniert. Baggerlande, hier werden eure Baggerfahrer-Träume wahr. Tschüss! Tschüss! Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren. Stop! Es ist Herr Bulle. Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer. Bitte. Warum? Warum? Versucht nachzudenken. Bagger, Bagger. Herr Bulle? Dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein. Kinder können noch nicht Bagger fahren. Aber wir waren im Baggerland und wir haben Medaillen. Ja, ich glaube, er baut hier... Mann! Ich glaube, er baut hier die Mauer wieder auf, Richtung, Richtung Mexiko, ne? Nee, aber das ist ja, das sieht man ja jeden Tag, also kennt man ja, ne? Man ist unterwegs und dann wird halt mitten auf der Straße eine Mauer gebaut. Das ist ja Alltag, das ist ja irgendwie, ich finde sowas auch nicht lustig, weil das ist halt einfach so, das wird halt einfach gemacht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und wenn ihr mehr sehen wollt, schickt mir das bitte über Instagram oder über Twitter, würde mich freuen und haut rein und tschüss.